Montagmorgen vier Freunde, vier junge Männer nach einer Fete, einer Diskothek, die Diskothek Mio oder einem Club. Mio, der befindet sich unter dem Fernsehturm am Alex. Diese Fete wurde von den vier Freunden verlassen, weil einer der Anwesenden etwas zu viel Alkohol getrunken hat und man hat ihn rausgeleiten wollen. Man wollte mit ihm gemeinsam dann den Nachhauseweg antreten und musste feststellen, dass er nicht mehr in der Lage war, selber zu laufen. Einer der Kumpels hat den schwerst angetrunkenen jungen Mann dann Huckepack getragen. Man ist auf die andere Straßenseite gewechselt, hat, weil er körperlich doch ein bisschen schwer wurde zum Tragen, ihn sogar zwischendurch mal absetzen müssen auf einem Fahrradständer, ihn dann wieder auf dem Rücken getragen, an einem großen weiteren Club vorbei, am Cancun, und hat ihn dann auf einem vor einem Café stehenden Stuhl absetzen wollen, einfach um ihn erstmal in Sicherheit zu haben und um ein Taxi zu rufen. Einer der vier Freunde hat sich dann wirklich auf den Weg gemacht, ein Taxi möglichst nah ranzubringen. Und als er zurückkam, musste er feststellen, dass mittlerweile diese Truppe seiner drei Freunde angegriffen worden ist von noch unbekannten Tätern. Man hat sich offensichtlich aus der Tätergruppe heraus einen Gag erlauben wollen, indem man den Stuhl weggezogen hat, auf dem jetzt gerade der Huckepack getragene abgesetzt werden sollte. In der Folge stürzte der Träger und der Getragene zu Boden. Und der dritte im Grunde, unser später verstorbenes Opfer, ist eingegriffen, hat gesagt, was macht ihr hier, das ist doof, der muss sich jetzt hinsetzen, dem geht es nicht gut. Und dann gab es halt eine sehr schwere körperliche Attacke auf den eingreifenden jungen Mann, der dann am Boden lag und letztendlich nachher gar nicht mehr bewegungsfähig war.